It's your boy, der Dummbabbler, aka Valorant-Profi. Ich habe hier gerade einen neuen Agenten freigeschaltet. Ich wollte eigentlich jetzt was anderes machen, aber jetzt kriege ich das hier gerade so vorgestellt. Ich kann jetzt hier jemanden rekrutieren. Also jetzt einfach die, die hier noch nicht gewählt sind. Also aktuell habe ich Brimstone, dann Jett, dann Phoenix, Sage oder Sage, Sofa, das Sofa und das war's. Natürlich werde ich die alle noch einzeln gescheit vorstellen mit den einzelnen Dingen, die sie haben und euch möglicherweise ans Herz legen, wenn man wohl am Anfang spielen sollte und wen halt vielleicht nicht so sehr. Im Moment kenne ich aber nur Sofa oder Sofa, keine Ahnung, wie da ausgesprochen werden soll. Also als nächstes hätten wir hier noch Breach. Ich schaue erstmal nur auf die Cosmetics. Cypher, sieht ziemlich sweet aus. Omen, okay. Die Raze habe ich vorhin ein paar Mal schon gesehen, also ich weiß auch, was die so kann. Und Viper. Viper war ziemlich fies mit dieser Ultra-Stinkewand. Ja, das ist die mit so einer ultra krassen Chemikalienwolke, diese recht große, in der sie sich dann rumdrücken kann, aber andere nicht oder halt nur mit Damage. Das ist ziemlich sweet, also die habe ich eigentlich sofort ins Auge gefasst. Wobei mir Raze eigentlich fast noch besser gefallen hat. Und zwar hat die einmal ein Sprengstoff-Pack, das sie schmeißen kann, dann hat sie diese Bomben, die explodieren, dann nochmal in Einzelteile fetzen und diesen Boombot. Der jagt einfach nur die Gegner. Das fand ich an sich eine fiese Sache, wenn es mich mal getroffen hat. Also einfach mitten im Fight kommt das Ding noch angefahren. Und ein Raketenwerfer hat sie auch dabei. Man sieht den hier auch. Sieht ziemlich sweet aus. Also ich denke, es wird sich hier zwischen den beiden entscheiden. Tja, wisst ihr, wer es wird? Raze. Easy. Lady B***es. Oh ja. Ja, nice. Ja, rekrutieren. Wenn du diesen Agenten rekrutierst, wird Raze in deine Reihen aufgenommen. Möchtest du Vorfahren? Natürlich. Bam. Oh, boom. Schönes Grafuttelchen hier. Dann natürlich hier die Tante, ja. Den Titel Grenadier, die Karte posieren, die ich jetzt einfach mal auswählen. Obwohl, nee, warte mal. Nur Sprengen im Kopf, das passt. Los. Jo, die Troller ist weg. Beide weg. Da schauen wir uns die Dame am besten direkt mal an. Ich lasse den Robocock jetzt da langfahren. Denn er müsste eigentlich nach ein paar Mal abdopsen. Er sieht ihn. So, dann haben wir noch so ein C4. Au. Ja. Ladung raus. So, hängt ihr an dem dran? Oh, er hängt. Ey, Drecksack. Ich glaube, er ist etwas gestorben, ja? Ja, sehr schön. Ich werde euch die Agenten natürlich dann nochmal im Genauen zeigen und eben zu jedem so ein kleines, wie vorhin erwähnt, Tutorial machen. So viel also erstmal zur Raze, die ich mir jetzt freigeschaltet habe. Ich weiß nicht, wann die nächsten Freischaltungen kommen, aber ich denke, das geht wahrscheinlich recht flott. Dann haut mal rein, Leute. Wir sehen uns dann heute Abend um 22 Uhr zum Livestream. Und davor kommt sicherlich auch nochmal so ein kleines, aber feines Video. Ja, dann vielen Dank fürs Reinschauen. Vielen Dank für die Kommentare und die Likes. Bis gleich oder später halt.